Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu dieser Folge Smite. Ich muss von vornherein sagen, das ist die mittlerweile fünfte Testaufnahme. Ich habe einen neuen PC und dementsprechend gerade so ein bisschen Probleme, den insoweit lauffähig zu kriegen, dass er auch Aufnahmen hinbekommt in Full HD. Das ist so der große, große Clou, den ich euch zu dieser, ich fürchte sogar 50. Folge einmal präsentieren wollte. Und Kukulkan spielen wir. Mega, mega geil. Die letzte Runde, die ich mit ihm gespielt habe, war so mega sweet. Deswegen bereue ich es so unfassbar, dass die leider nicht funktioniert hat, aufnahmetechnisch. Ich stand 9-1, 9-2 am Ende. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber es war halt durchweg echt cool. Ich habe die Reihenfolgen schön getroffen. Dazu erzähle ich euch gleich noch ein bisschen mehr. Ich hatte irrsinnigen Spaß und die Runde war so tierisch eng. Wir haben am Ende verloren. Mit einem Minion Differenz. Leute, gebt euch das. Es geht ja einfach nicht enger. Und deswegen, sehr, sehr schade. Kukulkan, mächtiger Magier-Char. Wow, Alter, Herkules. Dreh durch. Geiler Typ. Zack. Den ersten Killstibitzt. Muss ich auch gleich schreiben, das Sorry. Und weg mit euch. Zack. Alter Schwede. Fängt ganz cool an. Sehr, sehr sweet. Ich habe nämlich so ein bisschen den Kill geklaut. Die Ulti haben wir da echt zum perfektesten Zeitpunkt bekommen, den wir uns noch hätten aussuchen können. Und jetzt würde ich gerne so ein bisschen was zur Reihenfolge der Skills erzählen, die ich bei Kukulkan wähle. Insofern man nicht gerade gegen einen Tank spielt, ist ein Gegner dann nämlich, wow, fast so gut wie tot. Man haut den eben gesehenen Dreier-Skill raus. Der Gegner kriegt Damage over time. Wow. Danach, das was ich hier gerade einsetzen will, den Einser-Skill, heftiger Damage nochmal oben drauf. Und dann die Ulti. Der Zweier-Skill ist eigentlich nur dazu da, falls man verfolgen muss, beziehungsweise fliehen muss. Und das macht halt Kukulkan zu einem mega krass geilen Char. Der Damage-Output ist extraordinär. Sogar seine Passive ist darauf gepoolt, dass man eben noch mehr Damage macht, indem man seinen Mana steigert. Ich glaube 5% des Manas gibt es nochmal obendrauf als Damage. Was Kukulkan halt zu einer Killing-Maschine macht. Gerade, weil die Skills gar nicht so schwer zu treffen sind. Vor allem dann, wenn man eben nah dran am Gegner ist. So. Dann sind die magischen Schuhe auch fertig. Und wie gesagt, ich hoffe so tierisch, 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 dass diese Folge endlich mal so sein wird, dass ich sie auch benutzen, vor allem rendern kann, damit ihr sie auch zu Gesicht bekommt. Ansonsten wäre ich echt wieder untröstlich. Ah. Ah. Und weg mit dir. Zack. Die Ulti ist halt zum Exekutieren so geil. Ach du Scheiße. Ah. In der vorhin erwähnten Runde war es so ein Zeus, den wir als Gegner hatten. Wirklich, jedes Mal, er war nicht gut. Wir sind auf ihn draufgegangen. Ich habe die 1 gezündet. Er wollte abhauen. Ich habe die 2 gezündet. Ich habe die 3 auf ihn draufgehauen. Die Ulti, er war down. Jedes Mal, so habe ich mir 3 Kills geholt. Also mega, mega sweet. So, und hier mit 4 zu 0. Ich dachte, es steht 3 zu 0. Na egal. Wir führen, was die Minions angeht. Wir haben so ein paar Kills. Ich habe gerade Frame Drops. Ach man. Das war letztes Mal nämlich auch passiert. Und ab diesem Zeitpunkt konnte ich die Aufnahme dann nicht mehr verwenden. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen... Ah, ich habe leicht Angst. Na gut, Attack. Du bist witzig. Meine Ulti war nicht mal bereit. Okay, jetzt ist sie es allerdings. Frage ist, treffe ich meine Gegner? Oh ja, sehr schön. Da ist er toll reingelaufen, der Gegner. Weshalb wir wieder einen Blattschuss gelandet haben. Und nochmal viel geiler ist dieser Angriff, den ich gerade gezündet habe, der Dreier, wenn wir Lebensraub haben. Alter, das heilt einen hoch. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. So. Jetzt machen wir aber zuerst mal die Schuhe fertig und jetzt bereits haben wir etwas Lebensraub. Wenn das Polynomikon dann ganz fertig ist, mega. Wirklich. Einfach nur mega.
So, da hilft mir Skylar ein bisschen. Kein Problem, meine Gute. Ah, shit. Ah, und Kupi hat leider noch zu viel Leben. So. Okay. Die Minions clearen wir mal. Sehr schön. Ist ja Sinn und Zweck dieses Modus hier. Minions clearen. Ah, die Ulti. Naja, andererseits, er ist tot. Und weg. Es ist so mega. Ein bisschen weg hier. Die Gegner kommen nämlich auf uns zugelaufen. Und wir sind halt squishy as fuck. Könnt ihr euch aber auch vorstellen. So. Der Damage an Freya ist halt so mega krass. Ah, nicht erwischt. Schade. Blöd ist halt, dass die Gegner schon so eine ganz kurze Sekunde zumindest drin stehen müssen. Bei uns im Wirbelwind. So, hier kämen sonst Minions durch. Das will ich nicht unbedingt. Und das mit Hades ist so ein bisschen ungeil. Boah. Getimed jedes Mal. Oh, die Minions! Wie die Minions für ihn blocken! Unfassbar! Gibt's ja gar nicht! Ein Auto-Attack hat da gefehlt. Oh, ist das bescheuert gerade. Da haben wir ihn verjagt. Hätten wir vielleicht nicht einsetzen sollen. Die gegnerische Nuva ist super gut. Mal ganz nebenbei erwähnt. Die kann spielen. So, Polynomikon ist fertig. Wir sind Imber. So, da ist ein kleiner Kupi, der unbedingt sterben will. Na, ja, beziehungsweise ein bisschen gelurrt hat. Oh, scheiße. Okay. Boah. Und wir sind mittlerweile unstoppable. Weg mit dir. Weg mit dir, Zeus. Da wollte ich gar nicht den Kill holen, sondern für unseren Hades covern. Ist mir ganz gut gelungen. Mit dem bisschen Geld. Holen wir uns das. So, Hades, dann geh jetzt doch bitte mal rein. Jetzt ist meine auch ready. Gerade aufgewertet. Wäre also ein hammergeiler Zeitpunkt. Jetzt pinge ich ihm nochmal, damit er auch Bescheid weiß. All unsere Ultimates sind ready. Tank. Do something. Tank, flieht. Oh Mann, nicht dein Ernst. Schön back in die Base. Soweit wieder voll geheilt. Ah, Kabra Khan hat da so ein bisschen Lust auf uns, wie es aussieht. Boah, die Zeus-Ulti war ja mal mega schlecht. Oh, unsere war ganz gut. Weg mit dir, Alter. Blöderweise habe ich nicht damit gerechnet, dass Kabra Khan da noch lebt. Ich dachte, unsere Freunde kümmern sich darum. Na gut. Wenn man nicht alles alleine macht, wa? Nein, dieses Team ist ganz schön cool. Im Gegensatz vor allem zu dem, was ich davor als Team hatte. Eieiei, ein Graus. Wirklich, die haben nichts zusammengekriegt. Ich war auch nicht gut. Ich habe Ymir gespielt, aber trotzdem. Die anderen waren einfach nur, boah, Grotte. So, dafür schaffen es die gegnerischen Champs ganz gut, meinen Attacken auszuweichen. Ui, ui. Boah. Alter. Der Hammer. Herkules spielt da ein krasses Spiel zusammen. So, Hades, geh da mal hin. Komm schon. Oh, wie Kupi da rausgekommen ist. Unfassbar. Kackendreist. Oh, nur weg hier. Nur weg hier. Und leider haben wir Nuva nicht mehr erwischt. Das hatte ich ja insgeheim gehofft. So. Kabra Khan legt sich da mit Zweien an. Oh, shit. Ah.
Was? Boah, die Ulti war aber auch echt fies von ihm gesetzt. Naja, dafür hat man mich gerecht. War aber auch klar, dass er da stirbt. Den Kill wollte er einfach unbedingt haben. Hat halt unsere Killing Streak damit beendet. Das ist ätzend. Nervt. Ah, unser Tank gefällt mir nicht so sehr. Man muss dazu sagen, er wollte eigentlich Shabalan Kay nehmen. Doch er hatte Herkules gefragt, wie dieser spielen will, ob er Tanky geht. Herkules hat gesagt, er spielt so ein bisschen Hybriden. Und dann hat er sich in der allerletzten Sekunde nochmal unentschieden. Der Hades. Zack. Nicht mit mir. So. Ah, der kleine Kupi. Ah, schade. Wenn Skylar da getroffen hätte, das wäre ein Kill gewesen. Für sie oder für mich. So, oh, shit. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Da habe ich nicht so getroffen, wie ich wollte. Ärgerlich. Oh, und Kabra Khan ist schon wieder unterwegs. Alter, wie er mich nervt. So, da kriegt er noch eine mit, bevor wir abhauen. So. Ja, schade. Aber da konnte man nicht mehr viel machen. So, was hole ich mir als nächstes? Ich würde fast sagen, Obsidian-Scherbe. Gibt so ein bisschen Durchdringung, also nochmal mehr Damage dem Kabra Khan. Wow, da hat er ihn weggeschubst. Ich wollte gerade meinen Wirbelwind draufhauen. So. Uiuiuiuiuiui. Und du bist tot. Zack. Oh, shit. Oh, shit. Das jetzt eigentlich sein müssen. Blöd. Dass ich aus so einer Nähe die Ulti nicht treffe, ist mir ein bisschen peinlich und hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Macht halt einfach mal gar keinen Damage bei Kabra Khan. Ultra gefährlicher Gott. Geht sicherlich ziemlich auf AP. Oh ja. Sobald er den Gaia-Stein zu Ende hat, den ich übrigens als erstes gebaut hätte, machen wir gar nichts mehr an Damage. Ah, shit. Oh ja, Freya. Super gemacht. Wirklich. Super gut. Oh, shit. Ohohoho. Viel zu viel Damage vom gegnerischen Zeus. Alter Vatern. So, uns fehlt nur noch ein Item und dann sind wir durch. Ich würde ja fast sagen, Brustharnisch der Tapferkeit, selbstverständlich nicht das AD Damages, Protections und so, ihr wisst schon, gegenüber. Sondern, weil wir dadurch nochmal ein bisschen CD Reduction haben. Okay, Kabra Khan ist tot. Oh ja, sowas von tot. So ein Spinner. Ah, nun war wieder nicht ganz drin gewesen. Schade. Oh, da sehe ich einen Manticore. Der muss natürlich erstmal down gemacht werden. So, das Ding ist weg. Oh, schön reingelaufen, kleiner Kupi. Hast du fein gemacht. Und er ist down. Oh, shit. Oh, dieser Kabra Khan schon wieder. Boah, die Ulti hat mich auch voll erwischt da gerade. Ey. Er ist wirklich der Einzige, der uns auskontert hier. Spielt seine Tankrolle aber auch wirklich souverän. Boah, meine olle Nase ist schon wieder verstopft. Das tut mir leid, wenn ich ein bisschen nasal klinge. Und die haben echt langen Death Counter. Und diese Runde ist schon wieder so ein bisschen wie die andere. Wir trumpfen ziemlich auf. Führen auch noch, aber es wird eng zum Ende hin. Und da ist er tot, wollte gerade sagen. Führt kein Weg dran vorbei. Ich hätte gerne den Buff. So, und jetzt sind wir fast alleine.
Na super. Alle Kompagnons tot. Oh oh. Da kommen die Gegner. Da bin ich mega vorsichtig. Tabrakan hat schon wieder ein Auge auf uns geworfen. Ah, shit. Oh, nö. Bitte nicht Zeus Ulti. Alles nur das nicht. Boah, geil. Und tot. Schön verfolgt das Aas. Zeus ist immer so ein schönes, leichtes Opfer, wenn ich Kukulkan spiele. Ist echt witzig. So, der liebe Freakmaster, du seist gegrüßt an dieser Stelle. Ich weiß noch nicht, ob alles funktioniert. Die letzte Aufnahme ist leider wieder in die Grütze gegangen. So, oh, wie die Nerven. Eieieiei. Oh, Kabrakan, verzisch dich. Alter. Ey, der will mich unbedingt töten. Vor allem, er entfernt sich komplett von seiner gesamten Truppe. Und er hat es geschafft. Kabrakan ist Imba. Alter Vatern. Der ätherische Stab. Boah. Wie er abgeht auf ihm. Ey. Ich glaube, ich wurde fast nur von Kabrakan gekillt diese Runde. So. Deswegen hole ich mir jetzt mal die EGs. Dann hätte ich die jetzt gehabt und getriggert, wäre ich zumindest noch in die Base gekommen und hätte überlebt. Blöder Fehler von mir. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Ich wollte gerade sagen, nimmt mir die Freya nicht weg, ich will sie töten. Aber da war sie schon weg. So, wenn unser lieber Tank jetzt einmal noch schön initiaten würde. Wer ist das eigentlich für diese Runde? Aber er ist schon wieder auf dem Rückwärtsgang. Und mich kotzt schon wieder Kabrakan an. Alter, fuck off. Überlebt das Skylar? Na, schade. Don't mess with Kabrakan. Alter Finne, ey. Boah. Ich glaube, das war's für Herky. Dafür stirbt auch Kabrakan. Und wir haben ja noch unsere Ulti. Ah, sehr geil. Weggesnappt den Zeus. Oh, shit. Mist. Da habe ich leider nicht getroffen. Und. Ach, Kabrakan steht schon wieder da. Hammer. Wie schnell ist der denn bitte wieder da? So. Trifft hoffentlich jemanden. Und wir haben gewonnen. In der Tat, sehr, sehr gutes Game. Leute, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hoffe noch viel mehr, dass ich das abgeloadet kriege. Wenn dem so ist, gebt mir bitte Props. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.